Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Zweitligaspiel des VfL Bochum 1848 gegen den DSC Arminia Bielefeld. Anschluss am kommenden Montag hier im Bonovia Ruhrstadion ist um 20.30 Uhr. Bis dato haben wir für die Partie 10.000 Karten abgesetzt. Darin enthalten sind 1530, die jetzt schon nach Ostwestfalen gegangen sind, und wir rechnen so mit 1700, 1800 Fans aus Bielefeld. Das war es erstmal an Zahlenwerk. Organisatorischer Hinweis, wie beim Duisburg-Spiel, gilt natürlich auch beim Bielefeld-Spiel noch, wie angekündigt, die Blocksperre der Blöcke G und H1. An meiner Seite Cheftrainer Jens Rasiewski und Sportvorstand Christian Hochstetter, die eure Fragen erwarten. Kurzes Handzeichen. Ah, nee, das Mikrofon ist schon in der Mitte, und zwar bei Michael Eckert. Der kann dann auch gleich den Anfang machen, wenn er denn möchte. Er möchte. Vielleicht zu den aktuellen Dingen des Tages nochmal, also den Wechseln. Ein 19-Jähriger geht, ein 19-Jähriger kommt. Wo liegt denn der Unterschied und der Vorteil für den VfL Bochum? An mich? Kann das an Jens, an Christian? Na gut, fange ich mal an. Die Tatsache ist, dass Vangelos Pavlidis natürlich eine Verletzung hinter sich hatte und längere Zeit nicht spielen konnte. Deswegen haben wir uns überlegt, was das Beste für ihn ist. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass wir ihn nach Dortmund zu dem Trainer, der vorher ihn auch in der A-Jugend hatte, abgeben konnte, sodass auch die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass er Spielpraxis bekommt. Das ist da der Hintergrund. Wir haben ihn bis Sommer ausgeliehen, und aufgrund dessen, dass wir noch Diamantiakos abgegeben haben, war für uns klar, dass wir vorne im Sturmzentrum noch was machen wollten, und da wollten wir einen etwas anderen Spielertypen verpflichten. Etwas größer, etwas bulliger, und da sind wir dann auf den jungen Mann Serra gekommen, und den haben wir dann im Gegenzug von Dortmund bis zum Sommer auch ausgeliehen. Schließe ich noch mal eine weitere Frage an. Es ist ja vorstellbar, dass das noch nicht gewesen ist, was Transferaktivitäten angeht, oder? Das wird sich in den nächsten zwei Tagen zeigen. Wir haben gesagt, wir wollen unseren Kader verkleinern. Ich denke, so wie das aussieht, wird Nico Rüble den Club auch noch verlassen, sodass dass wir das in einem gewissen Maße, zwar nicht so, wie wir es uns gewünscht haben, aber in einem gewissen Maße hingekriegt haben. Und es kann durchaus sein, dass wir, wenn noch was Interessantes auf den Markt kommt, für uns nochmal tätig werden. Aber das wird nicht Aktionismus sein. Ja, machen wir mit dem Trainer weiter. Wie sieht denn die aktuelle Lage aus? Hochland habe ich eben nicht gesehen, Celozzi habe ich nicht gesehen, Danilo läuft. Danilo geht es Gott sei Dank von Tag zu Tag besser. Ich hoffe, dass das auch weiter so anhält und dass er das sein Programm steigern kann. Stefano Celozzi hat leider leichte muskuläre Probleme. Muss man mal gucken, wie das morgen so aussieht. Da weiß ich noch nichts Genaueres, aber heute ging es ihm jetzt nicht so gut, dass er mittrainieren konnte. Und Tim Hoogland hat heute eine Ausnahme, eine private Situation, die mit seinem Sohn, wo er extra frei bekommen hat. Ist denn Cello ernsthaft gefährdet, der Einsatz am Montag? Ich denke nicht, aber wir müssen halt abwarten. Jetzt haben wir morgen nur noch zwei Tage vorm Spiel. Ist noch ein bisschen Zeit, aber jetzt heute hat es zumindest so die Muskulatur, dass er nicht trainieren konnte. Jetzt steht Anthony Lozier wieder zur Verfügung. Er wird wahrscheinlich, also es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, dass er zurückkehrt in die Mannschaft, oder? Kein Geheimnis. Gut. Heißt das, ich habe mal prognostiziert, dass die Kette dann ein bisschen von innen nach außen gerückt wird? Ist das die wahrscheinliche Möglichkeit? Na, das ist eine Option, die sich jetzt mit der neuen, da Toto wieder zur Verfügung steht, haben wir ein paar mehr Optionen, um auch dann auf den Gegner zu reagieren. Aber es würden sich auch noch andere Optionen ergeben.
Günter Pohl schnappt sich das Mikro. Jens, jetzt hat ja Stefano Celozzi vielleicht sein schlechtestes Spiel im VfL-Trikot gemacht. Und Vitali Janelt hatte ja auch die beiden entscheidenden unglücklichen Szenen. Ist das für dich jetzt ein Gedanken, das vielleicht alles umzustellen? Oder wäre das fatal, wenn man jetzt von dem, was man in der Vorbereitung gesehen hat, abrückt? Musst du da was anders machen? Weil es wären eigentlich zwei Spieler da, die aufgrund ihrer Möglichkeiten das Spiel des VfL mit prägen könnten. Und die haben jetzt beide wirklich mal einen rabenschwarzen Tag erwischt. Wie gehst du damit um? Na, ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, dass der Kader sehr eng beieinander ist und dass wir schon analysieren müssten, was passt zum Gegner, wie ist die aktuelle Form, aber auch welche Spielpartner passen gut zusammen und was funktioniert und wo müssen wir vielleicht auch im Spielmodell dann hier und da Anpassungen vornehmen, ohne das, was gut ist, über den Haufen zu werfen. Das ist ja immer das Schwierige. Und da muss man beim Eingriff immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber unsere Gedanken drehen sich ja darum, dass das, was wir tun und was wir machen, ist immer das Ergebnis auch eine Rückmeldung. Und das war zuletzt 0-2 und der Gegner hat mehr Dinge richtig gemacht als wir. Und von daher müssen wir nicht komplett umdenken, aber uns ständig auch hinterfragen und eben gucken, wie optimiert sich das so, dass wir Spiele gewinnen. Jens, du hast gesagt nach dem Spiel, wir müssen jetzt schnell lernen. Was musste man denn oder was muss man denn daraus lernen? Also die Analyse war ähnlich wie das, was wir im Spiel schon gesehen haben. Wir haben eigentlich wieder einen Chancenplus gehabt und alle Spielmomente lagen eigentlich auch auf unserer Seite, aber wir haben sie nicht gefinisht. Also wir haben sie nicht konsequent zu Ende gespielt und haben auch die Momente genutzt, in denen wir das Spiel auf unserer Seite hätten ziehen können. Und zum Zweiten waren die Duisburger dann auch in den Situationen, wo wir ein paar Räume angeboten haben, die waren nicht so groß, aber die haben sie halt konsequent und mit einem größeren Willen, das Tor zu machen, entweder verteidigt oder auch das Tor selber erzielt. Und ich finde, das haben wir auch aufgearbeitet, dass da im Verhalten, wie ich Situationen angehe, wie ich meine Duelle angehe, wie ich auch abschließe vorne, wie ich auch mit letztem Willen den Einschuss des Gegners auch verteidige, dass wir da noch Dinge deutlich besser machen können. Das war jetzt das erste Spiel, aber ich finde hauptsächlich im Verhalten, in den direkten Duellen einen anderen Willen zu zeigen, das ist, glaube ich, der größte Lernpunkt. Weil wir zu unseren Chancen kommen und zu allen Spielmomenten, um die Spiele auch für uns zu entscheiden. Aber man muss auch sagen, was am nachdenklichsten war, losgelöst vom Ergebnis, vom 0-2, war natürlich für jeden und für uns auch die Stimmung, die sich so aufgetan hat im Stadion. Das ist schon etwas, was mich sehr nachdenklich gemacht hat, weil wir können schon über unser Spiel analysieren und wir können daraus lernen, aber es war auch keine Verbindung an dem Tag zwischen Fans und Mannschaft so zu spüren. Und das hat mich schon nachdenklich gemacht, vielleicht sogar nachdenklicher als die 0-2 Niederlage. Und ich bin eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, oder man merkt das ja immer dann, wenn das mal nicht so ist, dass es ohne die Fans nicht geht und dass es, dass die sehr, sehr wichtig sind. Und ich würde mir wünschen, so für die nächste Zeit, man hat ja viel Dissonanz jetzt gemerkt, auch im Stadion, dass man vielleicht viel mehr guckt von Fans oder auch von uns auch, was man für die Fans tun kann, dass man das auf das guckt, was einen verbindet, ja, und nicht auf das, was vielleicht im Moment eher trennend ist. Und ich glaube, die Diskussion muss man schon anstoßen, Was verbindet denn eigentlich Mannschaft und Fans? Ich hoffe, dass es immer noch das Spiel ist und das, was auf dem Spielfeld passiert, an positiven und an negativen Dingen. Und klar, man muss auch mal seine Meinung sagen, auch wenn man unterschiedlich ist, aber die Hoffnung ist schon, dass wir einen Weg finden,
Wie wird das wieder eine Einheit? Weil nur wenn das gelingt, können wir auch durch die etwas schwierigere Phase jetzt auch zusammen durchkommen. Jens, ich habe noch mal eine Frage zu unserem neuen jungen Angreifer. Es sind ja nur noch 15 Spiele. Er möchte Spielpraxis bekommen bei Philipp Ox, auch wenn das vielleicht noch nicht so geklappt hat, wie man es sich in der Vorbereitung erhofft hat. Hat er schon gespielt, war dabei? Wie ist der zeitliche Ablauf von unserem neuen Stürmer? Ja, wir müssen ihn ja jetzt erstmal beobachten. Er ist ja noch ein sehr junger Spieler. Der kommt jetzt auch in eine andere Profimannschaft und das dauert ja in der Regel auch mal 7 bis 10 Tage, bis er sich akklimatisiert hat und dann müssen wir mal gucken, wie das im Vergleich dann zu den anderen Spielern ist. Aber er ist eben, wie Herr Hochstetter auch schon gesagt hat, ein anderer Spielertyp, der sehr robust ist, der stark in der Luft ist, wo wir uns erhoffen, dass wir nochmal auch im Spiel und vielleicht auch auf bestimmte Spielarten einfach einen anderen Spielertyp einsetzen können, den wir bisher so nicht im Kader hatten. Und ich hoffe natürlich, dass das maximal schnell geht, aber ist halt kein Computer, den man einfach anmachen kann. Weitere Fragen eurerseits? Die handschriftlichen Notizen ab. Gibt es noch welche? Wird verneint. Dann war es das von unserer Seite aus erstmal. Wir sehen uns hier wieder am Montagabend 20:30 Uhr.